So, Problem. Silberschwert ist dann doch ein bisschen zu teuer gerade, ehrlich gesagt. Ich glaube, es wird aber ein Eisenschwert sein müssen. Und wir haben kein Eisen mehr. Haben wir gar kein Eisen mehr? Nein, nicht ausreichend, sagen wir es so, für ein Eisenschwert. Bei der Bronze, wie sieht es mit Bronze aus? Haben wir nur noch 6 da? Bronze und Kupferbarren. Oh, warte mal. Kupferbarren haben wir, Zinnbarren haben wir. Wir könnten ihm was aus Bronze machen. Davon haben wir einiges. Ich muss schauen, was wir bauen können, weil er braucht damit braucht er nicht anfangen. Das ist Schwachsinn. Okay. Da gibt's ja nur. Zu teuer. Ich hab noch eine Eiseraxt bei mir auf dem Privatspiel. Eine Eisenaxt? Eisen. Okay. Ja. Warte mal, du kriegst die Eisenaxt von mir. Ich brauche ja momentan keinen. Ich bräuchte sie bloß dann wieder. Oh, dankeschön. Oder so. So, dann wäre er jetzt ausgerüstet zumindest. Einzigartig, wenn du da gerade wieder aus dem Timeout raus bist. Ja, es war 5 Sekunden gewesen. Nicht zu viele Emotes rein spammen. Da ist der Nightbot ein bisschen allergisch. Zur Erklärung, der Einzigartig ist gerade frisch angekommen auf Twitch. Und wird nächstes Jahr, soweit ich gehört habe, streamen, ne? Ist ja nicht mehr lange. Am besten direkt am 31.12. zum 1.1. rein. Erster Stream Sternhage voll. Und Kai, wie sieht's aus? Willst du mitspielen? Willst du? Oder willst du lieber was gucken, was wir hier machen? Sag mal, ist Femrin nur in dem Bein noch kacken gegangen, oder was? Hat er nicht gesagt, er wollte auf Klo und eine rauchen? Ja, ja, aber er wollte nur pinkeln und eine rauchen. Ich weiß ja nicht, was er da raucht. Vielleicht raucht er noch seinen Schwanz weg, keine Ahnung. Obwohl, das könnte nicht lange dauern. Vielleicht muss er ja rausgehen. Sternhage voll klingt gut. Ja, vor allem der Song von In Extremo Aronos. Also falls wir die Ebenen heute... auch nicht schlecht. Was? Falls wir heute noch die Ebenen... Wir drehen wieder gleichzeitig. Alter, Leute! Lasst euch doch mal gegenseitig den Vortritt, ey. Das gibt's doch nicht. Und dann schweigen sie gleich wieder 5 Minuten. Natürlich. Jetzt bin ich beleidigt. Eigentlich nicht. Ich krieg die Tür nicht zu. Ich hau hier auch. Die Sträf, ey, schmeckt. Also wie gesagt, hier wäre das Portal in die Ebenen direkt, habe ich gerade noch hingetragen und eine Base gebaut, die fliegensicher ist. Was, wo? Wo bist du denn gerade? Ich sehe dich gar nicht. Na hier, da wo das TMP, das Portal, wo ich halt immer gemacht habe, das geht direkt in die Ebenen. Hier direkt so. Vor der Tür, das habe ich jetzt alles umgestellt. Und das Mutti-Portal steht wieder hinten im Turm. Okay. Und so kommen wir halt wieder... Ich habe jetzt gar nicht gesehen, hast du den Turm jetzt erweitert oder wie war das jetzt? Nee. Bis jetzt noch nicht. Oder wir hatten ja noch freie Portale, ja, noch. Ja, genau. Noch freie Portale, stimmt, okay. Aronos, ja, würde super in die Playlist reinpassen. Ich habe auch ein paar In-Extremo-Songs drin, aber ausgerechnet den Song habe ich jetzt nicht drin. Das hier ist Südpol, ist das hier. Ja. Das ist eine gute Idee, dass du die Zwischenräume noch nutzt dafür. Ist okay. Ja auch meine. Als Maul. Okay, und Kylie ist schon im Bett. Haus? Was, wieso? Ich renne noch gar nicht gegen das Haus. Bist du gerade? Benjamin ist gegen das Haus gerannt. Achso. Nee, ja. nee. Schieb da mal nicht auf andere. Ich hab dich doch da hinten gerade von der Ecke hervorgucken sehen. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. So, brauchen wir Gifttränke in der Ebene? Ich glaube mal nicht, ne? Nee. Jetzt. Frosttrank brauche ich auch nicht. Kann ich gleich hier lassen. Den hatte ich bloß immer bei für den Fall der Fälle, dass wir im Gebirge dann nass werden. Lege ich den mal weg und dann gucke ich nochmal wegen Ausdauertränke und Gesundheitstränke. Übrigens, Decker, wäre mal wieder schön, wenn du mitspielst. Wir mussten mal wieder ein bisschen Met auffüllen. Oder hat das jemand von euch schon gemacht? Keine Antwort, das ist eine schlechte Antwort. Okay, hier ist ein bisschen was. Nee, ich glaube, ich habe keinen. Aber wir haben noch welche im... Oder nicht? Nee, okay. Ja, nicht mehr viel. Außer kleine Ausdauer. Kleine Ausdauer haben wir einen guten Vorrat da, aber wenn wir jetzt den einmal alle auffüllen, dann ist wieder nicht mehr so viel da.
wollte ja nicht petzen, aber da sitzt wer auf dem Thron. Ja, Fenrir selbst. Der da nicht hingehört. Nee. Was? Da sitzt noch wer auf dem anderen. Ja, jetzt ganz schnell verpissen, ne? Saidi, bist du der nächste Thronräuber? Mach, dass du da wegkommst! Sonst schlag ich dir unter den Füßen weg! Pass auf, du machst den Thron kaputt damit. Ja, was er nicht essen kann, macht er kaputt. Genau. Das haben sie zu mir schon immer gesagt, was zerstören. Nicht essen kann, macht er kaputt. Ja, stille Wasser sind. Wie witzig, dass Fenrir und ich fast gleichzeitig dieselben Animationen hier auf dem Thron haben. Kann ja dann in Skyrim witzig werden. Warum so aggro? Ich bin doch nicht aggro. Da kennst du mich anders, Kai. Da kennst du mich anders, wenn du die Base auf einmal pink einfärbst. Fenrir, alle warten auf dich. Ja gut, vielleicht ist Baby Fenrir dann wach geworden. Ich starre ihn jetzt so lange an, bis er wieder wach wird. Wer, Fenrir? Ja. Ich sitze genau auf seiner Thronlehne, Armlehne. Also, mir ist langweilig, lass uns doch spielen. Lass uns spielen, mir ist langweilig, komm schon. Mach schon. Was hast du gesagt, Kaffer? Ich habe schon Kleini Goblin-Basis ausgemacht. Ja, ja, deswegen habe ich ja da genau das Ding hingesetzt. Ah ja, okay. Michi, du weißt schon, dass ich das sehe, oder? Ja, natürlich. Dann lass mich hier Wesen vorne raus. So, ich bin wieder da. Oh, schön. Bibi. Aber schon gefragt, wann du kommst. Ich hab noch was zu tun, Alter. Warte mal. Das ja, nee, ist klar. Erstmal guten Abend, Wutknubbel. Hallöchen, Wutknubbel. Grüße dich, mein Guter. Und schwer zum Gruße, Schildbruder. Und Sauron, liebe Grüße von Frau Fenrir an dich zurück, soll ich dir bestellen. Also von Frau Fenrir nicht anfern. Scheiß drauf. Können wir dann endlich mal. Alter. Wer war's? Robin! Fickt euch, ich war's gar nicht! Ich hab dich befreit, Fenrir, möchte ich anmerken. Ja, nachdem du ihn eingebaut hast, du Sack! Wie geht's dir? Krieger, zieh dein Schwert! Was hast du jetzt gerissen? Die Hose ist voll, riecht mal ein bisschen. Ja, so richtig. Ich sollte mein Schwert ziehen. Erster Goblin erledigt. Der Gandalf spielt da drüben und wir dürfen nicht mitmachen. Was spielt er? Ebene. Ich klappe gerade mit. Ach so. Der Goblin ist hier. Fenrir, wie gesagt, wir warten die ganze Zeit auf dich, dass wir jetzt endlich mal in die Ebene können. Ja. Immer so ich mit der kleinen Base hier. Jetzt wird's Nacht, wo wir rübergehen. Das macht auch total Sinn. Ja, natürlich. Nicht unbedingt. Nee. Alter, ja, gehen wir wieder zurück, gehen wir pennen. Alter. Nur am Meckern, ey. Nur am Meckern, allesamt. Na, natürlich. Wo ist denn jetzt eigentlich Gaffer? Da ist Gaffer. Ich port mich jetzt zurück, damit wir pennen können. Ja, das machen wir, weil sonst... Ja, ja, Sauron, Werbung, die musst du leider hinnehmen. Achso, ich komme hier gar nicht, Der schmeißt irgendwo hin. Schwarzmetallschrott habe ich schon in Stecker. Na, aber das Ding hatte Robin heute auch schon, glaube ich, ne? Robin. Was hatte ich? Dieses Werbung. Scheiß Werbung. Hört ihr gerade. Ich könnte kotzen. Aber es geht halt nicht anders, ne?
Naja, wir müssen ja auch ein bisschen, ne? Ja, wir müssen ja auch ein bisschen für unsere Mühen entlohnt werden. Und wenn Werbung so an sich, würde ich einen Bruchteil, würde ich ein ganz, ganz kleiner Bruchteil der Einnahmen ist. Die Abos und Spenden sind natürlich um vieles besser für einen Streamer. Also ganz ehrlich, wenn wir mal Klartext sprechen wollen. Man geht ja auch einen Vertrag mit Twitch ein, ne? Naja, logisch. Also was ich im Monat bekomme, ich sag das euch jetzt mal, 40 Cent an Werbung. Ja, kriegst du schon mehr als ich? Aber du streamst ja auch zweimal in der Woche, ne? Genau, ja. Ja, bei mir ist es einmal in der Woche, momentan. Ne? So, ich repariere nochmal durch und dann können wir rüber, ne? Ich repariere nochmal durch. Brauche ich nicht, hab ich. Gut. Na, sollten wir dann gesammelt drüber gehen, dass wir uns dann ein bisschen unterstützen können und nicht alle einfach nur rüberstürmen. Und Knochenbuff. Sauron, wie gesagt. Ach, wartet mal, ich hab noch den Drachenbuff hier vorbelegt, den brauchen wir jetzt ja gar nicht. Ja, ne? Wurscht. Ich bin ja alwart. Ist doch egal, Robin. Jetzt warten wir, wer fehlt noch? Seidi ist da, Benjamin, Fenrir fehlt noch. Ja, wir können uns doch, wir können uns doch ganz, ganz schnell zum Spawner zurück teleportieren und den richtigen Buff reinnehmen, damit wir halt öfter den Knochenbuff und den Eiktebuff nehmen können. Was soll ich jetzt mit dem Drachenbuff? Der Drachenbuff ist doch nur für Segeln da. Ja, das stimmt. Der Knochen, ne? Ja, den hab ich. Ja, na, lass uns, was du hast, wer hat denn jetzt alles den Knochen wanzt? Ich. Michi. Ich nicht. Also Michi und Gandalf. Ja. Gut. Robin, dann hauen wir uns Eiktür rein, oder was? Würde ich auch vorschlagen, ja. Was hast du, Seidi? Ja, den würde ich jetzt nicht einsetzen, weil ihr den habt ihr noch nicht, den letzten Gegner, diesen Knochenkönig. Ah, okay. Ja, den dann bitte nicht, ja. Wenn es versehentlich passiert, okay, das lässt sich dann nicht verändern, aber nicht absichtlich, bitte. Ja, ich habe hier vergessen, zu ändern. So, Eiktür hat er drin. Moin, Fenrir. Moin. Da kloppt er, da will sich schon einer kloppen. Bin aber nur Grauzweig. Einzigartiger, du bist sehr witzig. Wir sollen nicht so mit unserer Kohle flexen. Ja, 40 Cent ist ja auch so, weißt du? Also. Wie geht's dir, Schildbruder? Wie es mir geht? Jo, nein, ich meine Schildbruder Wutknubbel, Alter, nicht dich. Ach so. Ich hab nur Bruder verstanden gerade. Die könnte ich ganz schön Schaden machen. Die hauen mit einem Schlag auf dem Leben. Wer denn? Benjamin, meine ich jetzt. Da muss man so aufpassen, weil er noch schwächere Rüstung anhat. Weil die könnten ihn wahrscheinlich mit einem Schlag aus dem Leben holen. Ja, das wird jetzt auch spannend. Das wird bei uns genauso sein. Ja, die holen uns auch mit einem Schlag aus dem Leben. Gandalf! Liebe Zuschauer, macht mir bitte dem Rochen nicht nach. Macht nur gelbe Zähne und eine schwarze Lunge. Euch Minion ist sowieso verboten. Ich weiß es eh nicht gut. Knochenwanz, wenn Robin und Fenrir da sind. Okay, dann mach ich dann, ne? Okay, dann mach du, dann heb ich meinen auf für später. Dann haben wir 5 Minuten, dass wir meinen die. Ich war mal ganz kurz gemutet, sorry. Worum geht's? Ja. Freut mich. Ja, Kaffer, brüllst du? Ja, klar nochmal. Ja, gut. Kann ich auch ein Eiktür machen? Eiktür, ja, nein. Entscheiden Sie sich jetzt. Ja, kannst du mal probieren. Haben wir Ausdauer und Verteidigung und ihr führt uns jetzt dahin, ne? Ja, einfach hier. Andal, holen wir gleich das Lager? Ich soll dir von einem Zuschauer von mir, nämlich von Sauron, ausrichten. Wegen dir ist mein Reich gefallen. Mücken, das bedeutet Mücken. Krieg. Mücken. Mücken. Ja. Vor uns 3 Stück. Gegen mir? Reicht, die muss sein. Ah, das ist die dritte. Okay. Ja, Gandalf und Sauron? Ach so, ja, gut. Leck gehabt, scheiße. Seid ihr, pass auf. Ja, ich kenne die ja. Ich weiß, dass die Stelle. So, eine ist down. Da ist noch eine. Gut. Oh, Gandalf ist down. Was, Gandalf ist down? Achtung, Goblins, da sind Goblins. Achso. Rechts. Das Lager. Wir sollten erstmal schauen, dass wir nur die Ding wegmachen. Da unten kommt der erste. Genau, weil. Nummer 2. Genau. Erstmal nur den Turm, dass wir das Lager nicht pullen. Ja. Die halten ordentlich was aus, Leute. Kommt ein dritter, Vorsicht. Ja. Ist Speerwerfer. Speerwerfer. Und vierter. Pass auf. Und vierter sogar.
Das stimmt, das kostet ja hier mal Ausdauer, den Bogen zu spannen. Wir müssen aufpassen, dass wir die nicht triggern, ne? Ja. Dann haben wir nämlich ein Problem. Ist ja immer noch nicht tot. Alter, die halten ja ordentlich was aus, oder? Ja, ja, wir dürfen schon übel. Tun die Spikes hier weh, wenn man gegenläuft? Ja. Ja. Da fliegt der Magi rum, genau, Wutknubbel. Was? Au. Naja, Magi hat doch den uns. Moskito. Was denn los? Stimmt. Leider geradeaus. Oh nein, ein Berserker, Alter. Ja, ja, wir müssen die halt einzeln pullen. Wir dürfen die nicht alle auf einmal reinstürmen, sondern mit dem Bogen pullen, einen nach dem anderen. Am besten ein wenig von oben. Können wir die und den von oben mit dem fallen Bogen erschießen? Können wir probieren, ja. Ich sehe den Quacksalber noch nicht mal. Wo ist denn der? Da oben auf dem Turm, oder was? Ja, hier oben ich gehe jetzt hoch. Turm, ne. Scheiße. Kriegt hier nicht erschossen. Jetzt, oder? Bleib mal still, Alter. Oh, ich hab euch was runtergeschickt, sorry. Oh, ja, das Kinder, runterfallen. Ich zerlegt ja die ganze Treppenhaus hier. Wer ist denn da unten beschäftigt? Ich hab ihn geplättet. Habt ihr gehört? Was denn? Dorf kann, sieht aus, dass auch Schamanen da sind, Schamane. Ja, ja, das passiert. Da kommt ein Goblin. Hat jemand zufällig 10 Holz bei, um hier mal eine Werkbank zu setzen, dass wir uns hier befestigen können? Nee, und leider nur 2. Der ist auf mich, okay. Agro. Ja, down. Warte mal. Vorsicht! Ja. Vorsicht. Die kommen alle, wir haben sie gepult. Nee, die sind noch nicht getriggert. Zurück. Sind zwei. Jetzt. Drei, sind alle. Lass uns nach innen gehen. Jetzt. Nicht rein. Drin sind sie auch schon. Das bringt dir nichts. Wieso? Ist doch ein schmaler Gang hier vorne, oder? Machen wir noch 300 jetzt, oder was? So, oder nicht? Hätte ich jetzt gedacht, wenn wir in der Unterzahl sind. Und diese OP sind auch hier. Boah. Fresse! Wir zerlegen mehr den Turm als die Goblins, das seht ihr schon, oder? Ich drücke jetzt mal den großen. Okay. Alles klar, ich hole einen Bogen raus. Teilt euch. Da kam übrigens gerade ein Pfeil von Bornas geflogen. Achtung, irgendwer hatte Berserker ge. Ja, das haben wir gemacht. Einfach nur kiten, der ist nicht wild. Der kriegt jetzt Feuer und Eis hier von uns. Oh oh. Ja, Feuer ist von mir. Oh oh. Ja. Ich hab auch Feuer. Bleib locker. Oh, der macht ja mehrere Schläge, Alter. Der ist gleich da. Ja. Du musst nicht ins Lager schießen. Da kommen nämlich die nächsten. Schamane, Achtung. Alter, was geht denn jetzt ab? Juhu, das ist die erste Trophäe übrigens. Pult sie einzeln raus. Alter! Das hat jetzt scheppert, uiuiui! Das hat scheppert jetzt hier ein bisschen. Ich muss mal einen Trankchen nehmen. Schwarzmetallschrott! Geil! Ja, den Schamanen hab ich down. Jetzt hier. Achtung, ich hab mich auf dem Turm. Auf dem Turm sitzen welche? Auf diesen Beobachtungstürm, die sie hier haben? Ja, die kannst du einfach runterschießen, die können nicht. Na doch, Speere wegschmeißen und die tun richtig weh. Ja. Der will mich nicht. Ja, du triffst immer den Turm und nicht ihn. Ja, irgendwie komisch. Ich sehe auch nichts, weil es da so neblig ist, Alter. Der nächste so, kommt. Down. Ich brauche nachher gleich meine Kiste. Ja, die bauen wir dann. Weil ich habe so viel Eisen drin. Ich werde stimmen. Ja. So, kommt her! Hier. Müssen wir diese Totems hier zerstören oder was ist das hier? Die nehmen wir mit für den letzten Boss. Genau. Achso, okay. Es ist gut, dass da schon 2 Stück sind. Das ist richtig gut. Ja. Blutrausch. Und schön Getreide mitnehmen. Hoppeln, komm mal zurück. Genau, sammeln mal bitte und Platz. Bitte mal aufnehmen. Jo. Ich hab die Gerste. Ich hab den Flachs. Ja, nicht die Gerste. Schmeißt Pfeile. Wo sind hier denn? Hinter mir auf dem Turm ist einer. Gandalf. Ein Stern, ne? Okay, warte. Boah, ich muss dich mal leiser machen, Fenrir. Heute brüllst du ja ganz schön. Nee, ich hab das Mikro zu dicht. So, besser.
Ja, dann mach dich jetzt wieder lauter. Okay. Na, ich habe das Mikro zu dicht gehabt heute. Alles schön okay. Ist, wenn drei Leute auf einen Typen schießen und oben läuft im Kreis einer. Ja, schießt euch mal. Und keiner die trifft. Haben mich getriggert. Ihr die sind beide auf mich. Ihr trefft doch die ganze Zeit den Turm, Jungs. Der leuchtet. Ihr wisst schon. Der ist hinter sich. Oh Mann. Der zweite auch, oder? Nee. Gold. Manchmal droppen die Statuen auch bei Schamanen und Berserkern, schreibt Einsichtbartig. Ah, okay, danke. Ja. Aber wir brauchen, glaube ich, 5 oder. Einzigartig, ich grüße dich übrigens. Wir brauchen eine Menge davon. Warum hat denn der kein Fallschirm gekriegt? Bleibst du? Okay. Bitteschön. So. Ja, was so. Das machen wir? Wir löschen die Goblins aus. Kann mir jetzt auch mal bitte jemand schon mal ein Stück Schwarzmetall entgegenschmeißen? Ja, komm mal her. Okay. So, Moment. Oder hast du schon jetzt ein Rezept? Dankeschön. Ihr lacht noch irgendwo einen Goblin, Leute. Ja, was haltet ihr links von mir? Ja, ich hab'n, ist bei mir. Wo willst du denn hin, Alter? Komm her, hier bin ich. In die Fresse, Alter! Komm her, hier, du Sackfresse! Ja! Ein bisschen Mitleid habe ich ja schon, mit dem wir wieder zu fünft einprügeln. Da hinten noch einer. Jetzt bin ich. Also übrigens, diese großen Monolithen hier, ne? Wir haben ab jetzt keinen Steinmangel mehr. Wir müssen bloß überleben in der Ebene. Robin, hier sind neue Bären. Die können man holen. Gibt's neue Rezepte. Ventania. Sehr fein. Gerstenweinmischung. Oh, das klingt ja nett. Ja. Komm her, Junge. Feuerwiderstand. Oh, shit. Achtung, voll übersehen. Fliege. Oh, da. Okay, verschwinden die mal, ich verstehe ich nicht. Mücke. Todeskido hinter dir, ja. Ja, wir haben keinen. Mücken hier klatscht. Hat ein Krautzwerg, was für der jetzt hier? Verpiss dich. Komm her, du Sackfresse hier. Bam, bam. Und noch ein zweiter hier. Robin, ich komme. Lass meinen Bruder in Ruhe. Ja. Oh, es wird neblig. Ah, keine Ausdauer mehr. Ja, Streitkomm ist zwar schon ordentlich mächtig, aber er kostet doch ordentlich Ausdauer, ne? Ja, wir haben jetzt auch keinen. Ganz richtig, ganz wichtig für den Bossfight. Okay. So. Aber einzigartig, bitte guck mal ein bisschen genauer rein, was ich dazu stehen habe. Bitte kein Backseat Gaming, also das Spoilern so an sich. Nur dann, wenn der Streamer danach fragt, bitte. Ist nicht bös gemeint. Geht einfach auch ein bisschen darum, dass man auch ein bisschen den Aha-Effekt haben möchte, ne? Ja, lasst uns mal weitergehen. Ja, wohin? Na, die Ebene weiterklären. Na, wo bist du? Ach, da hinten beim Dings bist du, war im Lager. Ja. Da lacht's schon wieder irgendwo. Moment, du mir mal einen Gefallen und zieh dir mal deinen Helm auf, bitte. Du hast deinen. Stimmt. Danke. Links sind Loxe, genau. Falls wir gleich mal welche blätten wollen. Nee. Sie uns. Obwohl Loxfleisch, ne? Ja, right. Oh, warum nicht, ne? Wir könnten jetzt einfach. Machen die auch Frost hier oder? Hier oben draufstellen und beschießen. Jungs, hier sind noch Beeren. Die Loks. Jungs, erstmal die Beeren vielleicht? Ja, Molte, Beeren, ja. Ja, hier, Beeren, immer schon einsammeln. Ja. Jawohl, Metmischung mittlere Ausdauer, sehr gut. Gut. Ist neblig. Danke fürs Anzünden, dann sehe ich sie jetzt auch endlich. Hey, Frau Fenria im Chat, ich grüße dich. Meine beste Freundin! Kann es sein, dass ich mit den Eispfeilen die immer auslösche? Das sieht so aus. Ich wechsle mal auf Giftpfeile. Ich wechsle einfach mal auf Obsidian. Die fressen ordentlich Pfeile. Wer sagt, sich draufhauen, bis tot ist? Wer traut sich, sie zu reiten? Oh, ich nicht, weil ich habe keine Ausdauer mehr. Das kommt schnell. Vorsicht. Warum gehen die jetzt weg? Alles klar, Decker. Danke fürs Einsetzen und bis später, ne? Schlaf gut. Decker, mach's gut. Sind sie da oben, oder was? Ja. Ich sehe nichts, es ist neblig, Michi. Wollte ich auch gerade sagen. Ach, da. Oh, er hat ja, komm. Das sind, Dark Raven, das sind Loxe. Ja. Kannst du dir so ein bisschen vorstellen wie Bison in XXL und ohne Hörner?
Aber macht den gleichen Schaden. Gut, blockieren geht. Macht 5,3, wenn ich blocke. Ja, wenn alle raufgehen, geht das schnell. So, die ersten Fetzen fliegen hier schon. Aua! 54, wenn ich nicht blocke, okay? Rezepte! Okay, ne. Ausdauer mehr. Oh, Gaffagan, der Fritz, geht zurück. Man kann sich auch oben drauf... Das habe ich ja vorhin versucht. So, was? Wo ist er hin? Hinter mir, in mir, oh. Über mir, überall. Der hat mittlerweile auch immer 120 hat. Schaden gemacht. Ja, die sind unfreundlich. So, retzen, oh, Leute, aha. Retzen. Also nicht irgendwie mit 20 HP hier rumlaufen. Ja, 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 ja. Nee, ich bin schon einigermaßen hergestellt. Dark Raven, insofern wurde ich schon gespoilert, die können wir tatsächlich auch zähmen, tatsächlich. Also du kannst die wirklich jetzt Haustür haben. Und genau. Mittlerweile, ja. Genau, ruhig. Na, wichtig ist bei denen, dass wenn sie hochspringen, dass man weggeht und wenn sie versuchen zu beißen, das macht beides Schaden. Extrem. Ich habe sogar schon eine Lox-Trophäe eingesammelt, sehe ich gerade. Und 8 Holz, brauchen wir Holz gerade? Wir brauchen dann Kisten im Dings, im Lager. Dann schmeiß ich jetzt wenigstens. Aber wir müssen dann eh nochmal umziehen. Weg. Wir müssen dann eh für die nächste Ebene. Wollen wir vielleicht schon einmal zurückbringen? Was wir müssen dann eben mit dem Schiff das Zeug zu. Ich meinte, damit unser Inventar wieder ein bisschen leerer wird. Vorsicht, hier ist ein Moskito. Aber das hier, die Ebene ist fast zu Ende hier. Die geht nicht mehr so weit. Und nicht, dass jetzt hier noch 3 Lager auftauchen und wie die nebeneinander stehen. Weißt doch, das ist dann im nächsten Ding. Boah, ich bin ja fast durchlaufen jetzt. Komm her hier. Ja klar, trifft genau mich, wa? 7 Leute stehen hier und er sticht mich. Ist ja wie im Real Life, ey, scheiß Mücken. Tja, wir sagen mal nix. Sei froh, dass du nicht im Keller bist und der Einzige, der gestochen wird. Ach, ich hier ist wieder ein Goblin. Ganz dünnes Goblin Eis. Und 2 Mücken. Goblin und 2 Mücken. Ja. Ich hab hier noch ein Goblin-Lager. Benjamin, hast du ein Problem gerade? Du läufst bei mir auf dem Fleck. Ich? Benjamin. Nö. Erledigt. Also Benjamin. Ich glaube, Benjamin. Ich hab hier noch ein Goblin-Lager, gell? Benjamin? Ja, aber wir haben ja auch gerade hinten noch zu tun am Lager. Also, wenn du einfach vorrennst, dafür können wir auch nichts. Benjamin ist raus, kann das sein? Sieht so aus, oder? Benjamin, bist du noch da? Der liegt ja, gerade bei mir vor dem Fleck auf einen Fleck und war auf einmal weg. Ja, es reagiert auch nicht hier, also ist raus. Ist jetzt despawned, okay. Ja. Hat sich einer das Lager markiert? Ja. Ja, weißt doch, meine liebe Frau, ich tue immer meine Pflicht. Manchmal. Also mir nach. Ich habe hier auch jemanden. Ich habe hier einen Goblin. Den bringe ich euch mal mit. Ja. Ich wiederhole, es ist aber schön, wenn du vorläufst. Es sind erst 2. Die Lektion musste Evil Knight damals lernen, als er einfach losgesprintet ist. Ich habe auch keine Ausdauer mehr, aber gut. Links von uns ist noch ein Lox. Hier ist eine Dungeon. Da, wo Michi gerade herkommt, ist noch ein Lox. Ja. Ja. Und der ist schon getriggert. Ja, den habe ich nicht gesehen. Das sind Goblins, sind ja auch da. Viel Spaß. Wie, jetzt haust du einfach ab oder was? Fick dich. Nee, ich bin schon da. Schildball, Freunde, Schildball oder Bogen oder irgendwas. Aua. Macht sie platt einfach. Wow. Ah, hat aber auch echt eine kurze auch. Reichweite mit seinem Stampfern, ne? Ja. Goblins, oh, Vorsicht. Her, jetzt bin ich gleich Freund. Tot. Ich finde das am Block, aber wenn du keine Ausdauer hast, wahrscheinlich doof, ne? Ja, haben wir gemerkt. Scheiße. Uha. WP. Ich hab mich ein bisschen wehgetan, hatte ich. Toll, den falschen Trank genommen, Mist. So, Skull. Skull. Ach, da unten, ihr haut euch noch und ich mach Skull. Ja. Oh, typisch, Prost. Nur am Saufen, der sagt, während wir uns hier prügeln müssen.